So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind in Lissabon. Jetzt erstmal das Deck gestrichen. Stadt anschauen gibt es jetzt erstmal noch nicht. Wir müssen arbeiten. Wir haben viel, viel zu tun. Wir müssen jetzt auch einen Platz finden, wo wir das Boot rauskranen können, weil es aus dem Wasser raus muss, weil wir noch Unterwasserarbeiten zu tun haben. Aber jetzt erstmal fangen wir an, das Deck zu schleifen und da einen neuen Lack drauf zu streichen. So, das Deck ist gestrichen, beziehungsweise die Grundierung ist drauf. Streichen müssen wir morgen noch. Und wir checken jetzt hier noch die City aus. Wie ultra nice ist denn dieses Uber? Jetzt sehen wir hier das Auto und unseren Standort und wie er gerade herfährt. Unser Fazit zu Uber. Absolut geil. Wirklich geil. War sau unkompliziert, man zahlt per App, kann dann noch Trinkgeld per App geben, hat uns noch ein paar coole Tipps gegeben zu Lissabon, was wir machen können. Also mega geil. Wunderschönen guten Morgen, es ist 7:30 Uhr. Wir sind aufgestanden, wir müssen los. Wir müssen einmal in einen anderen Hafen, ungefähr 6 Kilometer von hier, und dann heben wir das Boot raus. Los, los, was, los! Auf geht's, Chopper. Also ist schon cool, so früh aufzubrechen, sieht sau schön aus. Mit dem Sonnenaufgang zu starten, der Tag ist lang, aber wir sind einfach nicht die Morgenmenschen. Hier wird keiner so richtig warm um die Uhrzeit. Wir sind jetzt da. Scheint ein bisschen eng sein hier, diese Lücke, wo wir rein müssen, aber... Das sehen wir jetzt gleich. Jetzt hoffen wir mal, dass das alles passt. Und dann wird es doch eine ganz schicke Nummer. Das ist unser Kran. Sieht ziemlich klein aus, kann aber anscheinend 50 Tonnen heben, sollte also kein Problem sein. Es gibt aber ein Problem. Jetzt hat der Typ gerade gesagt, vielleicht müssen wir den hinteren Mast nicht legen, also müssen wir den nicht abbauen. Und es wäre so ein Eck, den jetzt abzubauen. Ja, diese Portugiesen, es ist jetzt halt, keine Ahnung, 10:30 oder so. Und um 9 war der Termin ausgemacht und jetzt ist gerade der Kran weggefahren, der es rausheben sollte. Keine Ahnung, was sich die denken. Ärgerlich. Aber naja. Wir haben ja Zeit. Könnte funktionieren. Weiter rüber, wir treiben uns rüber. So, hat nicht geklappt. Wir mussten wieder raus. Er hat gesagt, ja, los, raus da. Und dann sind wir wieder Vollgas rausgefahren. So, das Problem ist, wir müssen hier rein. Und dann muss das Boot hier stehen bleiben. Und dann ziehen die beiden Gurte, ziehen uns dann raus. Aber das, man sieht da, ist ja immer so eine schöne Strömung rein und raus geht. Bei jeder Welle. Rein, raus. Deswegen steht das Boot da nicht ruhig und schwappt hin und her. Das ist wirklich gruselig, weil du da richtig drin gefangen bist. Und dann haben wir einfach den Motor auf Volllast. Vor, zurück, vor, zurück. Deswegen versuchen wir das nachher nochmal. Er hat gesagt, nachher könnte die Strömung oder diese Wellen schwächer sein. Dann klappt das besser. Aber jetzt hat es auf gar keinen Fall überhaupt gar nicht geklappt. Versuch Nummer 2, Boot ist draußen, hat super geklappt, der Typ hat's echt voll drauf, also mega. So, ist das Boot endlich aus dem Wasser, geil.
muss ja schon der ganze Lack ab. Wenn du halt den kleinen Stellen. Ich mach die Dauer, warte. Wie soll es anders sein? Wir sind alle komplett nass. Boot ist erstmal fertig, Sonne ist gerade schon untergegangen. Antifouling ist fertig weg. Sieht ganz gut aus. Wir haben leider überhaupt keine Ahnung, wie das aussehen muss. Wir haben jetzt hier mal ein paar Leute gefragt, aber die sagen, es passt so. Deswegen sagen wir, es ist okay. Wir haben halt überall, kann ich mal ganz kurz zeigen noch, so kleine Blubberbläschen, wo halt wirklich die Grundierung mit abgeht. Wenn man jetzt hier drückt, dann kann man jetzt erstmal die Grundierung hier richtig abziehen und dann ist man hier auf dem blanken Stahl. Und entweder ist es normal so, aber es ist halt überhaupt kein Rost dran. Wir sehen jetzt mal die nächsten Tage, ob sich da jetzt ein Rost gleich dran bildet, wenn es dann in die Luft kommt. Guten Morgen, heute ist der Streichtag. Tom und Tim machen sich jetzt auf zum Baugott bzw. zum nächsten Nautical Shop, um halt so Antifouling kriegt. Tom und ich, die sind jetzt los in Richtung Nautical Shop und besorgen so ein paar Kleinigkeiten und schauen, dass wir irgendwie das Antifouling ein bisschen billiger kriegen als hier in dem Shop, weil das ist abartig teuer. Damit haben wir nicht gerechnet. Jetzt hat wirklich durch die halbe Stadt gelaufen und jetzt haben wir endlich einen Shop gefunden und auch noch einen guten Shop. Das heißt, jetzt schauen wir, dass wir alles kriegen und dann geht's wieder ab nach Hause. So, wir haben jetzt hier ein Anti-Fouling, das ist von Hempel. Es gibt, die haben das nur in Schwarz da, im Mai. Dann haben wir jetzt halt ein schwarzes Anti-Fouling, Grundierung und so ein Dünner, Thinner, damit wir das verdünnen können. Also man darf nicht auf den Preis schauen, weil das ist unglaublich eklig. Wir haben jetzt endlich die Farbe. Jetzt haben wir noch ein Uber bestellt. Natürlich ein Uber Green. Und fahren jetzt zum Baumarkt, holen dann noch die letzten Sachen und schauen dann, dass wir möglichst schnell wieder zurückkommen zum Boot, weil wir jetzt echt viel zu tun haben. Ja, es wird dann morgen regnen und wir müssen noch streichen und alles. Und man braucht 24 Stunden zwischen den unterschiedlichen Schichten und klappt irgendwie so gar nichts. Aber mein Gott, wir sind in Lissabon. Ist geil. Yes. Yes. So is such a nice thing. Awesome. Oh, sieht zumindest aus wie so ein richtig schöner Baumarkt. Das schaut aus wie ein Ikea. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie es hier gleich was hier alles gibt. Wir standen jetzt eine halbe Ewigkeit bei dem Holzshop und wollten uns eigentlich jetzt ein Holzbrett schicken lassen, damit wir hinten noch ein geiles Bett haben, weil zurzeit haben wir halt drei gute Betten und ein so ein scheiß Bett. Ein scheiß Bett. Und deswegen wollten wir uns das jetzt schicken lassen, aber ich hatte jetzt 100 Euro alles zusammen gekostet und das war uns zu blöd und jetzt, ja. Wir sind jetzt endlich wieder im Hafen. Das war sauer anstrengend, dieses ganze Gelatsche, das ist immer richtig unangenehm. Aber jetzt haben wir fast alles, was wir brauchen jetzt noch und werden jetzt gleich weitermachen, damit wir noch das schöne Wetter ausnutzen und die ganzen Lackarbeiten fertig kriegen. Joffa und ich streichen das Deck mit dem Top-Lack und probieren mal aus, wie gut dieses Sandpulver ist, damit das Deck nicht mehr so rutschig ist. Wir machen hier so Pfade hin, damit wir im Nachhinein nochmal drüber laufen können, weil wir haben keine kleinen Pinsel mehr. Und diese Ecken, diese kleinen Kanten, dann kommt man mit diesem Rollo-Ding, kommt man da überhaupt nicht hin. Deswegen warten wir auf die anderen, bis die Pinsel mitbringen. Und dann können wir die Ecken auch nochmal neu weißeln. Also jetzt sind wir erstmal fertig. Sieht ein bisschen unschön aus. Ist halt so ein richtiger Fleckenteppich. So, wir haben mal wieder keine Ahnung. So sieht's aus. Wir haben mal wieder gar keine Ahnung. Deswegen haben wir gerade noch zwei Leute hier vom Hafen gefragt, also von diesem, das ist sogar eine Art Werft hier. Die kamen dann vorbei. Er hat gesagt, ja, nee, so macht man das nicht. Wir sollen einfach über alles Flecken, wo der Stahl schon durchschaut, sollen wir Primer drauf machen und dann einfach Antifouling einmal komplett drüber.